Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCats. Könnte das die Lösung für unsere Kabelsalatprobleme sein? Naja, vielleicht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das hier ist nämlich von UMile Home ein Cable Management Sleeve, also eine Hülle, mit denen man seine Kabel ja zusammenpacken kann, dass man nicht 10 Kabel da einzeln rumfliegen hat, sondern die sind alle kompakt eingepackt in einer Hülle drin und ja, dann kann man eben so schon mal optisch das Ganze ein bisschen auflockern. Ich finde das immer schrecklich, wenn überall die ganzen Kabel rumfliegen. Sieht immer ganz, ganz grauenhaft aus. Also schauen wir uns das heute mal an. Das hier ist das Cable Management Sleeve. Das ist aus einem ganz besonderen Stoff. Hätte ich so gar nicht erwartet. Neopren, also dasselbe Teil, aus dem auch solche Taucheranzüge zum Beispiel sind, damit einem im Wasser nicht so kalt wird. Und das hat auch eine ganz stattliche Länge. Ich habe es doch hier irgendwo gelesen. Genau, das sind 3 Meter. Ja, also kann ich so bestätigen. Hier ist schon mal so ein guter Meter über meinen Tisch und da ist immer noch gut Material übrig, also 3 Meter lang. Hier auf der Innenseite haben wir so ein Klettband schon mal dabei und lass das mal aufwickeln. Wir haben hier noch ein Band, was haben wir denn da? Das ist das Gegenstück zu dem Klettband, würde ich mal sagen, ganz klar. Und das kann man dann ja hier auf der Rückseite irgendwie da dran kleben. Und hier haben wir noch so ein paar Clips, schauen wir da noch kurz rein. Da kann man dann die Kabel wahrscheinlich noch irgendwo schön befestigen. Auch hier auf der Rückseite, genau, Klebestellen. Und dann haben wir hier solche Clips, wo wir dann, oh ja, hier in verschiedenen Größen das einstellen können, damit dann das Kabel oder die zusammengebundenen Kabel hier gehalten werden. So, aber wie sich der Hersteller das jetzt genau überlegt hat, das müssen wir uns mal anschauen. Und dafür gibt es hier einen QR-Code und hier unten steht es auch User Guide QR-Code. Also scannen wir den mal. Einfach mal die Kamera-App öffnen, draufhalten und da kommt die Anleitung. Und was ist denn das? Muss ich mich jetzt hier anmelden extra, um dann die Anleitung zu sehen? Boah. Das ist aber blöd. Tja, ich lande da irgendwie immer nur auf der Homepage, kann aber hier nicht echt eine Anleitung finden, wie das Ganze jetzt genau funktionieren soll. Aber egal, das bekommen wir schon so hin. Ich zeige euch mal, worum es hier bei mir geht, wo ich hier die großen, ja, meinen Kabelsalat ein bisschen habe aktuell, den ich gerne weg hätte. Und das wäre einmal hier drüben, also nicht hier. Ja, wer liegt denn hier so faul rum? Na, Kollege. Also, hier haben wir den ganzen Kabelsalat. Ihr seht, da steht der Beamer, ein Ventilator, weil der ein bisschen Zusatzluft braucht. Da hinten die Sicherheitskamera und hier Lautsprecher. Und dann läuft hier natürlich das ganze Kabelgebimsel hier runter zum Computer. Und ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht schön aus. Deswegen werden wir das jetzt mal damit verkleiden. Und dazu muss das Ding erstmal zugeschnitten werden. Ja, und ich habe hier schon mal die passende Länge mir rausgesucht. So ein knapper Meter wird das werden. Und dann schneiden wir mal. So, prima, das sollte reichen. Die passende Länge rollen wir jetzt flott zusammen. Dann ab zu den Kabeln. Ja, Leute, und so sieht es dann aus, wenn das Ganze fertig ist. Also man kann es natürlich noch schöner machen, wie ich hier. Ich habe es jetzt immer so auf die Schnelle gemacht. Also die Kabel hier reingewickelt, das Ganze dann hier mit dem Klettband einmal verschlossen. Und hier habe ich auch so einen Clip angeklebt, wo ich das Ganze dann hier befestigen kann, damit es dann ja hier hinten dran einfach schön versteckt wird. Und das könnte ich dann hier nochmal machen, hier nochmal mit einem Clip. Und dann sieht das Ganze alles ein bisschen schicker und aufgeräumter aus. Also die Installation ist echt einfach. Das Neopren lässt sich leicht schneiden, leicht zurechtschneiden. Dann hat man hier noch diese zusätzlichen Clips, womit man es dann schön irgendwo verstecken kann. Oder noch mit dem Zusatz Klettband kann man es ja auch nochmal dann irgendwie anpassen und irgendwo hinkleben, anwappen. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten. Und ja, für jeden, der hier solchen Kabelsalat nicht gerne sieht, so wie ich das tue, ist das hier einfach eine feine und günstige Sache. Kostet nur so um die 10 Euro etwa so ein Set. Ihr seht, da geht natürlich noch viel, viel mehr an Kabelkram rein, wie jetzt hier bei mir. Von daher, wenn ihr interessiert seid, der Link ist in der Videobeschreibung. Ich finde, das ist eine gute Sache, einfach zu installieren. Kann man machen. Wieso nicht? Also, bis zum nächsten Mal, euer MeUpperCat. Macht's gut. So, ach, jetzt Clip hier mal wieder rein. So, wunderbar.